Recht herzlich willkommen zur sechsten Folge von Avorion. Ja, wo ist unser Schiff? Das ist es nicht. Da ist es, okay. Wir brauchen Bewaffnung, haben wir letzte Folge gesagt. Da wollen wir mal schauen, dass wir die hier irgendwo finden. Und zwar könnte das. Da oben ist eine Werft, oder? Schiffswerft. Das ist aber in der Nähe dann. Güterschiff? Nee. Da ist Ausrüstungsdocks. Reparaturdock? Nee. Aber wir können ja jetzt, glaube ich, auch nachschauen, was die haben, oder? Konstruktionsort setzen, Güterverkauf, Crew anheuern. Nee. Geht es noch weiter oder wie ist das? Ah, doch, da, schwarzes Rapid. Keine Aufträge. Okay, das war es nicht. Güterschiff? Ne, ich will nicht das Güterschiff. Da ist doch was mit Symbol daneben. Ausrüstungsdock, das ist es doch. Da müssen wir dahin. Auf zum Ausrüstungsdock, da müssten wir Geschütztürme bekommen. Ja, und Bremsdüsen brauchten wir auch noch, oder wie war das, ne? Werden wir gleich besonders merken, weil wir hier unterwegs sind, ne? Gut. Okay. Sind wir nämlich zack dran vorbeigesegelt. Oh, jetzt knallen wir gleich noch an dem Schiff hier, dann kriegen wir aber bestimmt Ärger. So, geht aber schon. Geschütztürme kaufen, das ist es. Da gibt es das aus Titan, Abwrackgeschützturm. Hört sich gut an, ne? Credits 4678, aber können kann da nichts, ne? Das ist hier Nummer, oder was? Ne, das ist Qualitätsstufe wahrscheinlich. Exotisches Rot. Was kann er denn so? Tech 6, Schaden 100, nee, 12,5. Feuerrate 2,6. Genauigkeit 97,9. Reichweite 434. Eisengröße. Überhitzt auch. Schaden an Hülle, unabhängige Zielen, aber weniger Schaden. Okay, das war das mit dem Automatik, ne? Also 12,5, 6,5, 2,3. Ja, da ist wirklich dieses hier das Bessere, ne? Aber wenn wir den kaufen, dann ist auch unsere Kohle schon alle, ne? Schilddurchdringung, okay. Reichweite ist ähnlich. Feuerrate ist, glaube ich, auch 6 hier bei dem oberen, ne? Nee, ist viel weniger. Schaden 6,5. Die haben ja die doppelte Feuerrate. Das würde bedeuten, der Schaden ist doch der gleiche dann, oder? Aber der ist ja sogar noch teurer, sehe ich gerade. Okay. Doppelmaschinen. Schützturm. Der kann nix, ne? Aber wir brauchen irgendwas erstmal. Eisenbergbaugeschützturm. Irgendwie müssen wir ja erstmal hier auch was Schaden machen. Die Drohne hätten wir, aber die Abwrackgeschichte, die ist ja auch noch ganz interessant, ne? Ach, was machen wir da? Können wir noch was verkaufen? Nee. Da müssen wir mal schauen. Eisenbergbaugeschützturm. Unabhängiger. Ich glaube, den nehmen wir erstmal als. Sag schon, Bergbau, Geschützturm. Und hier unten haben wir noch einen Abracker. Den nehmen wir auch. So. Und dann haben wir noch. Haben wir die jetzt alle gekauft und so viele Credits hier noch immer noch oder was? Ach so, 29 hatten wir, ne? Genau. 20 kostet der erste. Ja, da fehlen nur 200, ne? Krass, oder? Jetzt müssen wir 200 irgendwo her haben.
Wie kriegen wir das denn hin? Dann hätten wir die Waffe, ne, die wir haben wollen. Lass mal gerade gucken. Wo setzen wir die überhaupt hin? Vorne ist da. Ja, oben drauf eigentlich, ne? Wen haben wir jetzt ausgewählt von den beiden? Den Bergbau. Bergbau kommt auf 2. Den machen wir mal dahin. Und den zweiten, den machen wir mal dahin. Gut, und hier vorne müssen wir dann gucken, ob wir da dann die richtige Waffe machen, ne? Nötige Bergarbeiter. Ja, dann müssen wir hier rein ins Schiffsmenü. Das war jetzt der Bergbau. Den machen wir auf 2 und den machen wir auf 3. Und Personen, haben wir da noch was? Zuweisen, zuweisen, zuweisen. Geht. Weiß nicht. Mal hier oben sehen wir einen haben wir noch. Was haben wir hier? Security. Ja, brauchen wir nicht. Bergmänner, ist klar. Wenn wir da einen mehr draufsetzen, kriegen wir auch mehr Prozent, ne? Oder? Ne, gar nicht. 130 ist Sabbat. Geht nicht. Was haben wir hier? Ingenieure. Kanoniere. Ja. Werden wir noch kriegen, ne? Komm, das ist jetzt hier erledigt. Achso, wir müssten da Bremsraketen bauen. Gut. Wir wollten aber irgendwie was verkaufen, damit wir uns noch was ausrüsten können. Schiffswerft. Güter verkaufen. Geht, ne? Ja, können wir was verkaufen. Können wir das denn auf der Dingenswerft? Ja. Ausrüstungsdock können wir da auch bestimmt Güter verkaufen, oder? Ja, klar. Wenn wir es hätten, das ist die nächste Sache, ne? Antigrafeinheit. Aber sonst haben wir nix. Ja, dann würde ich sagen, ja, was ist? Da ist ein Sprungtor. Sind das alle für welche? Kann ich jetzt gerade keinen anklicken von, ne? Den vielleicht. Transporter, okay. Lass uns mal gerade gucken, ob wir noch einen. Ach, da oben, guck mal da. Das ist noch ein Geschütztürmverkäufer. Krieg ich den auch mal ins Visier? Shit. Na komm schon. Mobil Turret Merchant. Okay. Dann da mal schnell hin. So, da unten können wir noch auf Automatik stellen, ne? Fliegen wir da mal schnell hin, ne? Und haben wir aber gerade nochmal so die Kurve gekriegt, ne?
So. Den haben wir nicht fokussiert, oder? Doch. Muss ich, kann ich, will ich docken, aber geht nicht, oder doch? Geht nicht. Na, interagieren wir so. Gucken wir mal. Was haben wir? 20.000. Was können wir uns leisten? Hier unten Doppeleisenabwrackgeschützturm brauchen wir nicht. Eisenbergbau brauchen wir nicht. Dreifach Maschinengeschützturm. Den können wir gebrauchen, der hat aber keinen Schaden. Der Doppel. Eisenbergbau, Doppelmaschinengeschützturm, den können wir uns leisten. Der schießt auch ziemlich gut. Ich glaube, den nehmen wir erstmal dabei. Ha? Andere ist alles zu teuer. Gut. Ausrüsten. Den. Dahin. Genau da wollte ich den hinsetzen. Gut, und dann müssen wir den noch am Schiffsmenü einstellen. Da auf 1. Gut. Und Escape. Und wir müssen noch Bremsschub machen, ne? Und Rotationseffekt besser, wenn weit vom Schwerpunkt entfernt. Gibt's da jetzt irgendwo? Reduziert Drift. Geschützrotationsfixierer. Okay. Eisensolarpanel, okay. Irgendwie brauchen wir da jetzt noch was. Niedereisenkorrekturdüsen. Wenn ich jetzt. Ja, müssen wir kleiner machen erstmal, ne? So. Bremsschub wird dadurch besser. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir ihn ja breiter, ne? Da ein und da ein. So, Bremsschub ist dann okay. Jetzt brauchen wir noch zwei Kanoniere. Da müssen wir da oben rein, da rein und zuweisen und dann fehlt uns einer. Da müssten wir entlassen. Den können wir abziehen und da zuweisen. Geht das? Ne, geht nicht. Brauchen einen Unteroffizier. Okay. Das heißt, wir brauchen noch Personal und das kriegen wir doch hier an der Station, oder? B raus wieder. Ah, nee, ich glaube, das kriegen wir nicht hier an der Station, weil dieser hier ist ja so ein Händler, ne, oder? Okay, das wissen wir. Oh, schnell. Das war nicht gut. Das war auch nicht mein Ziel, euch zu treffen. Sorry. Jetzt sind unsere Bremsdüsen verbessert. Wir brauchen Personal, aber wir können erstmal hier gucken, dass wir. Oh, der ist weggeflogen. Ich dachte schon, das wäre jetzt irgendwie mit mir in Verbindung zu bringen, aber das war es wohl nicht. Bom, das hat ja gut geklappt, ne? Ich dachte, wir hätten sag schon, wir hätten Schubdüsen, die jetzt hier, ne?
Was das denn gerade? Ach so, das war mein Schiff, was ich gesehen habe, wie es sich dreht. Gut, dahin. Das ist der Abwrackgeschützturm und das ist der Dingens. Und den setzen wir auf automatische Steuerung. Und siehe da, geht. Ist die Reichweite nicht gut oder was? Ne, passt. Ist der so schlecht? Ich jetzt gehe mal im Baumodus nochmal gerade, ne? So sieht alles gut aus, ne? Und das dann so schäbig läuft, weiß ich auch nicht. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht der beste Abbaulaser, den ich da habe, ne? Okay, ist halt so, ne? Gut, wir sind ein bisschen besser geworden. Ausgerüstet wieder. Was steht da oben eigentlich? Okay, wir haben ein schwaches Schiff. Und wir brauchen noch Besatzung. Wir bauen... Machen wir so. Ich baue diesen Asteroiden ab, den da vorne baue ich auch noch ab, den ich da links sehe. Und ja, dann gucken wir, dass wir in der nächsten Runde Dingens kriegen. Wie heißt es? Ach Gott, das braucht viel Energie. Das wird er abbauen und die haben wir gerade nicht. Auch schön, ne? Ja, dann muss ich die erst wieder aufbauen. Das heißt, wir müssen da auch was tun, dass das besser wird. Gut. Da kümmere ich mich dann in der nächsten Folge drum. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.